Finde ich halt wirklich krass. Also wenn ich überlege, ich rede jetzt einfach so frei raus, ne? Mein erster Punkt und dieser Punkt, wo auch die Waller langziehen. Das heißt, ich würde wirklich nur 50 cm bis 1 Meter weit weg von solchen Spundwänden meinen Köder anbieten. So einen schweren habe ich auch noch nicht gehabt. Selbst mein 230er kam da nicht mit dem. Jetzt hier in der Mitte und links wird die komplette Nahrung in den Fluss gespült oder in den Bereich. Das heißt, das ist eigentlich, finde ich, mit eine richtig einfache und sinnvolle und geniale Angelei, weil man wirklich keine große Vorbereitung braucht. Man braucht für diese Bereiche kein Boot, man braucht für diese Bereiche kein Echolot. In diesem Sinne noch ein Fisch von mir, das war glaube ich ein 2,15 oder irgendwas, auch aus einer Bohne. Vielleicht sieht man sich mal im Wasser.